Eltern. Also, dass er jetzt halt gesehen hat mit der Oma und dem Kind. Ich meine, man muss auch ein bisschen drüber nachdenken. Das ist die Oma. Gut, das ist vielleicht nicht unbedingt ein Elternteil, aber das sind einfach Menschen, die ihr Leben, also einen Großteil ihres Lebens, muss man sagen, vor allem die Eltern, die geben einen Großteil ihres Lebens auf. Ob das nun bereitwillig, also mit Absicht, natürlich sollte es mit Absicht sein, wenn man ein Kind großzieht, sollte man bereitwillig einen Großteil seines Lebens aufgeben für das Kind. Aber ob das nun bereitwillig oder unbereitwillig ist, diese Leute geben einen Großteil ihres Lebens dafür auf, dass ihr in dem Sinne groß werdet, dass ihr später mal euch auch, im Leben zurechtfindet. Dafür geben Eltern sich auf. Und ich meine, allgemein, das ist ja schon eine Sache. Das sollte man als Kind einfach nur stolz auf diese beiden Personen, die die Eltern darstellen, sein. Oder je nachdem, manchmal hat man halt das Problem, dass es nur noch ein Elternteil ist. Aus verschiedensten Gründen, aus Ableben oder vielleicht aus Problemen zwischen den Eltern. Das kann ja alles passieren. Möchte ich auch gar nicht sagen, dass es sowas nicht gibt. Aber man sollte echt, also was ich manchmal so sehe, oder auch hier im... Ich wohne jetzt im Ghetto. Ich wohne nicht unbedingt im nobelsten Viertel der Stadt. Es ist hier schon so das Ghetto in Lübeck West. Also so heißt das hier bei uns in Jena. Es ist jetzt nicht das nobelste, was es in Jena gibt. Und da sieht man, genau in solchen Gegenden sieht man halt das am meisten immer, dass dann so kleine Kinder schon mit 10 meinen, sie sind die Größten, sich gegen ihre Eltern aufmüpfig verhalten müssen und sowas. Und ja, also, ich meine, ich war jetzt nicht, ich kann jetzt nicht kaum überhaupt, dass ich vielleicht das perfekte Kind war, ne? Das möchte ich auch gar nicht von behaupten, aber man sollte halt immer gucken, was man wie wem an den Kopf wirft. Und vor allem sollte man überlegen, was man, bevor man irgendwer jemanden an den Kopf wirft. Was ich heute, also ich muss sagen, ich habe ab und zu, Moment, ich muss mich ganz kurz umsetzen. Habe ich mich jetzt genauso wieder hingesetzt? Ich habe mich jetzt genauso wieder hingesetzt. Warum habe ich das gemacht? So. Da bin ich wieder. So. Also ich muss sagen, ich habe auch manche Dinge, die ich früher mal vielleicht mal jemandem an den Kopf geworfen habe, sei es auch meinen Eltern, da greife ich mir heute an den Kopf und denke mir, Alter, was war das denn bitte? Oder was ich für Fehler gemacht habe. Natürlich nicht nur man selbst macht Fehler, auch die Eltern können mal Fehler machen oder Bekannte können Fehler machen oder andere können Fehler machen. Aber das Irren ist menschlich, ne? Ja, und ja, ich weiß nicht, das hat mich halt irgendwie, ich weiß nicht, dieser krasse Unterschied, die liebe alte Oma, das deine süße Kind und dann das Kind halt so, ja, Mama, ich weiß das, bla bla bla. Weiß nicht, das hat mich heute irgendwie so mitgerissen, dass ich darüber einfach mal reden musste. Ich musste mein Gefühl einfach frei laufen lassen, versteht ihr das? Nee, gell? Ich auch nicht. Okay. Ja, das ist so das, was ich mal loswerden wollte. Jetzt kommt hier übel schaurige Musik, die ich jetzt auch gleich mal ausschalten werde, denn die ist gerade momentan echt nicht. Jetzt ist mein Gesäß eingeschlafen, ich glaub's ja nicht. So, Moment. Oh, Memoria. Na, ja. Einen Schluck Kaffee gegönnt und ja, das hat mich halt heute so ein bisschen, boah, weiß nicht. Ich weiß nicht, warum es mich... Ich bin heute sehr emotional. Lasst mich in meiner Trauer alleine. Was ich auch ganz interessant fand, durch dieses... Den Delegas, was wir momentan spielen, wir spielen ja momentan A New Beginning, habe ich auch überlegt, was passieren würde eigentlich, ist es so, wenn... dieses Klimagau, was da so kommt, dieses... ich sollte vielleicht nicht die Hälfte von dem, was ich sagen will, denken und die andere Hälfte aussprechen. Also, in dem Spiel geht es ja darum, dass ein Klimagau passiert, früher als die Menschheit das erwartet hat, und dadurch alle sterben. Und dass die Menschheit vom Aussterben bedroht ist, bla bla bla, und dann sterben sie irgendwann doch aus.
Ich habe mir überlegt, was passieren würde, wenn das nun wirklich so wäre, ne? Also, was weiß ich, auf einmal früh es war, du wachst auf und dann heißt es Hurricanes da, dann fängt es an, dass irgendwas da passiert und Tsunamis da und immer mehr und immer schlimmer und es wird immer schlimmer und schlimmer und schlimmer. Das geht natürlich nicht über eine Woche, das wird sich schon über 2, 3, 5, 6, 10.000 Jahre, na 10.000 vielleicht nicht, aber 10 Jahre hinwegziehen, aber es geht auch nicht, es ist auch nicht kurz. So, hier haben wir noch ein bisschen Eichenholz. Die sich hier doch Eichenholz anpflanzen müssen, weil wir brauchen ja auch Eichen. Na egal. So. Ah, ich habe auch Eichen dabei, siehst du mal. Pflanze ich jetzt einfach welche. Ja, und da habe ich mir überlegt, was passiert würde, wenn das so wäre. Und, also ich bin ja momentan, ich bin ja so ein bisschen der Weltuntergangsprophet so ein bisschen. Also meiner Meinung nach ist es ja auch wirklich so, ich finde, dass es momentan schon zu spät ist. Ich glaube nicht, dass wir, ich weiß nicht, ob es direkt einen Klimagau geben wird. Aber zum Beispiel glaube ich nicht, dass wir noch in der Lage sind, unsere Ozonschicht zu retten. Weil es ja so viele immer preisen, oh, wir müssen die Ozonschicht retten, bla bla. Ich glaube zum Beispiel nicht, dass das noch möglich ist, weil die Ozonschicht meiner Meinung nach einfach schon zu kaputt ist. Ich meine, das Loch, was im Nord-Südpol, ich weiß gar nicht, wo das jetzt Klasse. Jetzt über so ein Thema reden, weiß ich mal, ob es am Nord- oder Südpol, ich glaube, es ist an beiden Polen. Auf jeden Fall, das Loch ist erstens schon viel zu groß und zweitens, was immer viele nicht sehen oder was ich auch meistens höre, wenn ich so mit Leuten über sowas spreche, die meisten sehen immer nicht, wenn man jetzt, sagen wir mal, von jetzt auf heute, es geht ja erstmal nicht mehr von jetzt auf heute, sagen wir mal, man stellt in den nächsten 5 Jahren die Autos ab. Man, irgendein Beschluss wird verfasst, in dem gesagt wird, so, ab jetzt keine Autos mehr. Die letzten Autos laufen aus und es werden keine mehr produziert, es dürfen keine mehr gekauft werden oder verkauft werden. Bla bla. So, erstmal haben wir natürlich das Problem, es müsste ein weltweiter Entschluss sein, sowas, ne? Spinnen wir das Thema aber mal durch, was jetzt so das für Folgen hätte und so. Und ich kann euch jetzt schon sagen, ich habe bestimmt nicht alle Folgen berücksichtigen können, weil ich mich auch wahrscheinlich viel zu wenig damit auskenne. Aber ich kann euch mal meine Ansicht sagen und ihr könnt in den Kommentaren weiterspinnen oder mich berichtigen. Es ist schon wieder mein Holz, Alter. Ja, also sagen wir mal, jetzt wird eine Verordnung erschaffen, eine weltweite, nach Zusammensetzung von 1000 Räten und was weiß ich, in denen sich alle zusammenschließen und sagen, so, wir verbieten jetzt Autos, um die Welt wieder zu fördern. Also, da hätte man natürlich einmal, ich wurde gerade gestört, das tut mir leid, da hätte man natürlich erstmal das Problem, wir leben in einer Welt, die momentan sehr, die immer enger miteinander verbunden ist, in der man schneller Orte erreicht, durch Internet, Autos, was weiß ich. Und dass ein Auto so einfach gar nicht wegzudenken ist heutzutage, weil es einfach ein Beförderungsmittel ist, um schnell Strecken zu überwinden. So, man könnte natürlich jetzt auf Zug oder so umschalten, da wäre natürlich die Frage, ob man das da noch lässt, ob das vom Stroh, vom Schädigung ist, von der Schädigung für die Umwelt noch akzeptabel wäre, dann hätte man natürlich das Problem Autohersteller, ne? Also ich meine, es ist ja nicht nur so, dass es eine Firma gibt, die Autos herstellt, sondern es gibt einmal die Firma, die Autos herstellt, die Firma, die Autos verkauft, dann die einzelnen Firmen, die für die Autofirmen die Teile herstellen. Und all diese Leute, und das sind garantiert nicht wenige, all diese Leute würden arbeitslos werden. Oder zumindest müssten sie sich andere Arbeit suchen. Und viele von denen könnten vielleicht dann auch gar keine Arbeit mehr belegen, weil sie vielleicht zu alt sind. Und ja, ne? Und es gibt bestimmt auch noch ganz viele Zwischenstellen, an die ich jetzt gar nicht denke. Irgendwelche, was weiß ich, die mit Geld oder sowas zu tun haben, die durch Pleite gehen würden, die es gar nicht mehr geben würde, Berufe, die aussterben würden. Boah, das wird echt groß, das Haus.
ja, Berufe, die aussterben würden oder sowas. Und achso, ich hab gerade überlebt, warum ich überhaupt mit dem Thema angefangen habe. Oh mein Gott, ey. Und ja, das wäre das nächste Thema. Wieder ein anderes wäre natürlich, ob die Menschen überhaupt bereit sind. Ich glaube nicht, dass die, dass man da eine Einigkeit erzielen kann mit so einer Abstimmung, weil ja, es gibt immer Leute, die sagen, nö, ich möchte nicht. Und das kann es ja nicht einfach... Das kannst du ja nicht einfach ignorieren in so einer heutigen Zeit wie heute, wo jeder Mitspracherecht hat. Ob das nun immer so durchgesetzt wird, wie das eigentlich sein sollte, ist eine andere Sache. Da möchte ich mich jetzt nicht drüber unterhalten. Das ist, ja, kann man spekulieren und wie man möchte, ne? Hier mache ich das aber so, dass ich den Balken durchziehe, weil hier oben kommt jetzt nur noch ein... Obwohl... Doch, hier kommt dann noch ein Dachboden drauf. Und diese Etage, die ich jetzt gerade hier zimmere, die werde ich dann nochmal komplett verändern. Das werde ich aber dann sehen. Passt schon. Das passt schon alles so. Mache ich denn für einen Scheiß hier? So. Ja. Und das wäre dann halt so... Ich... weiß echt nicht. Also ich bin irgendwie war ich jetzt bei Klimagau und wie man das verändern könnte und so. Und ich glaube, ich wollte also, wenn ich versuche irgendwas zu reden, das ist so schlimm. Ich fange dann mal an zu reden, umschweife diese Themen und dann weiß ich irgendwann nicht mehr, was ich eigentlich wollte. So, an diesem Punkt bin ich momentan gerade angekommen und ich glaube, ich wollte einfach nur verklickern, dass unsere Menschheit, unsere Entscheidungsfähigkeit, also die Entscheidungsgewalt unserer Menschheitsorgane, wie zum Beispiel Bundespräsident und sowas, dass das einfach viel zu langlebig ist und dass, wenn man sagen würde, jetzt so, wir werden jetzt den Klimagau versuchen aufzuhalten durch das und das, das würde nie funktionieren aus dem einfachen Grunde, dass die Menschheit, weiß nicht, also wenn du das jetzt durchsetzen würdest, dann hättest du vielleicht in 30 Jahren, hättest du das erreicht, was du erreichen möchtest. Und bis dahin, ganz ehrlich, die Gase, die jetzt, sagen wir mal, jetzt kommt Chemie. Wie hieß denn das? Auf jeden Fall gibt es da so ein Gas. Das ist dafür zuständig, dass das die Ozonloch, FCKWs, genau, jetzt habe ich wieder. Die FCKWs, das sind Stoffe, die sind zum Beispiel in Sprays enthalten, das sind diese Chemiestoffe, die sind dafür verantwortlich, dass zum Beispiel dieses Ozonloch wächst, weil es einfach die Ozonschicht angreift. Ich hoffe, jetzt sehe ich es keinen Scheiß. Ja. Hier wollte ich jetzt, falls sich mich jemand gerade fragt, was ich hier mache, falls sich jemand gerade fragt, was ich machen will. Ich will eine Art Balkon hier reinbasteln. Weiß bloß noch nicht genau wie. Ja, und das ist ja auch in der Luft, ne? Ich meine, nur weil wir jetzt so sagen, wir hören jetzt auf, dann haben wir, sagen wir mal, brauchen wir 10 Jahre, bis wir das durchgesetzt haben. Dann sind diese FCKWs ja aber immer noch in der Luft und das dauert auch ein paar Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte. Da kenne ich mich jetzt zum Beispiel nicht aus, wie lange das braucht, um diese ganzen FCKWs zu verarbeiten von der Welt. Und erst wenn das alles verarbeitet ist, dann kann das Ozonloch anfangen, sich zu regenerieren. Wenn es dann nicht sogar noch ein bisschen weiter kaputt geht, weil es schon so eine Schädigung hat und sich erstmal nicht mehr fangen kann. Das kann man ja, kann das niemals behaupten zu wissen. Ich möchte mich jetzt auch nicht zu weit aufs Fenster lehnen. Aber meiner Meinung nach ist es zum Beispiel, um die Ozonschicht zu retten, schon viel zu spät. Da hat die Menschheit schon verkackt. Mal ganz blöd gesagt. So. Jetzt bauen wir jetzt. So, jetzt habe ich das Thema beendet und jetzt bin ich auch so verpeilt irgendwie, dass ich nicht mehr weiß, was ich sagen wollte. Darum werde ich es einfach weiterbauen. Und ja, ne? Weiterbauen. Von hier aus
kann man dann auch perfekt nach da drüben eine Enderperle werfen. Wenn wir dann da drüben wirklich was hinbauen wollen. Vielleicht bauen wir da drüben dann so ein kleines Feld oder sowas hin. So, oder einen kleinen Turm oder was weiß ich. Irgendwas Schönes.